Zählst du runter dann und sagst an, Jo. ja? 3, 2, 1, 0. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers. Und ich bin hier unterwegs und ja, was mache ich hier eigentlich? Das frage ich mich schon seit ungefähr anderthalb Stunden. Nein, ich versuche natürlich mich auch ein bisschen nützlich zu machen und einfach mal ein bisschen zu erkunden, ein paar Asteroiden hier mal anzufliegen. Tobi, kurze Frage an dich. Baut geilen Scheiß hier. Ja, auf jeden Fall. Was für Materialien brauchten wir nochmal? Nickel war das und sonst sowas? Nickel und Kobalt auf jeden Fall in erster Linie. Und ich glaube Platin auch ganz sinnvoll noch, ne? Das sind so die drei, die wir jetzt halt nicht hier direkt vor der Haustür haben. Nickel sieht ein bisschen aus wie Eisen, nur etwas heller, orange-mäßiger und nicht ganz so farbkräftig, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Ja. Und okay. Platin ist, glaube ich, bläulich gewesen und Kobalt, glaube ich, auch, aber unterschiedliche Blautöne. Ne? Kobalt ist, meine ich, so braun. Also so erdig eher. Platin sieht sehr ähnlich aus wie Silber und Silizium. Okay. Ja, ich glaube, ich guck mal, wie weit ich komme mit den Mats, die wir noch im Schiff haben. Ich habe gerade einiges rausgeladen. Ein kleines Schiff zu bauen, so ein Welder oder so. Kann man die Sonnen eigentlich erreichen hier? Nein. Nee. Ich habe nur eine Sonne ein. Keine Doppelsternsysteme. Voll langweilig. Wenn die noch mehr Sonnen machen würden, dann würde das Spiel definitiv ruckeln. Ja, aber dann hättest du wenigstens ein bisschen mehr Beleuchtung. Ich finde das hier manchmal ziemlich dunkel. Ja, musst du halt selbst beleuchten. Ja, gut. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch Schönes? So, Scheinwerfer ist an. Und gucken wir doch mal, was wir hier haben. Das könnte... Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Vielleicht kriege ich das hin. Was ist denn das? Uran. Na super. Voll gut. Brauchen wir immer. Ja... Uran und Eisen. Ja, ich bin ja schon ein bisschen auf der Suche nach anderem Zeug, ne? Nein, nach Uran bist du immer auf der Suche. Ich sehe gerade so viel Asteroiden angeleuchtet. Also so viel Uran braucht man nicht, außer ich mache mal hier meine Hyperschiffe, weißt du. Ich habe so einen schönen Bohrer gebaut. Bohrschiff, damit konntest du so schnell auf die Maximalgeschwindigkeit beschleunigen. Übrigens, für alle, die es noch nicht gesehen haben, und ich glaube, es gab es auch noch nicht zu sehen, wir haben eine kleine Mod an, und zwar, dass wir statt 100 als Maximalgeschwindigkeit haben wir jetzt 400 als 480 und 420, je nachdem, ob großes oder kleines Schiff. Weil das schon deutlich spannender ist, wenn man schneller gegen einen Asteroiden fliegt. Macht halt bei der Geschwindigkeit auch keinen Unterschied mehr. Ich glaube auch nicht. Ja, ist auf jeden Fall einfach, ist ein bisschen komfortabler. Man fliegt nicht so lange, wenn man hier ein bisschen rumfliegen will. So. Ich bin jetzt gerade auch schon auf 192 pro Sekunde zum Beispiel. Ja, das ist ja schon richtig. Also wie gesagt, 100 wäre eigentlich das Standardmaximum. Aber schlecht, wenn der Energieverbrauch überladen ist? Dann kann dein Reaktor nicht so viel liefern, wie eigentlich gebraucht wird. Ach so, aber das ist nicht gefährlich oder so. Nein, nö, gefährlich dann nicht. Ist halt das ganze Zeug nur nicht so effizient. Das ist ja okay. Gut, noch einen großen Asteroiden. Ich fliege mal eben kurz drum rum. Ob ich hier irgendwas sehe? Das Problem ist, ich sehe irgendwie so ziemlich gar nichts. Also wenn ihr gerade denkt irgendwie hier, dass irgendwie das alles so ein bisschen dunkel ist, das sieht bei mir genauso aus. Das liegt auf jeden Fall nicht am Rändern. Da habe ich dir schon extra einen Spot drauf gesetzt, ne? Wie habe ich das Gefühl, meine meine Scheinwerfer funktionieren gar nicht richtig, was die Beleuchtung angeht. Kann sein, dass es manchmal ein bisschen rumbackt? Ach nee, man muss wirklich verdammt nah ran. Meine Taschenlampe brennt. Du kannst aber auch kannst im Control Panel den Bereich vergrößern. Alles klar, also was mache ich dafür? Kontrollfeld und dann Scheinwerfer. Ah. Intensität. Was ist denn der Blinkabstand? Dann kannst du das Ding blinken lassen. Cool. Ist total praktisch, wenn du Licht willst.
richtig spannend. Ah, geil. Ja, das ist schon besser so. Ja, Ruckler. Echt ruckelt's. Ja, jetzt fängt das leicht an. Versuch dich nicht weiter wegzubewegen, sonst wird das wohl schlimmer. Also das Ruckeln ist leider noch ein Bug vom Spiel, über den wir alle sehr traurig sind. Wir hoffen, dass das in der nächsten Zeit auch behoben wird. Wie gesagt, das ist ja eine Alpha noch. Wow, es hat geklingelt. Haha. Muss man eben kurz die Tür aufmachen. Das ist immer gut. Pausieren wir eben kurz, ja? Wie ihr gerade schon gehört habt, Aufnahme, den abgebrochenen Teil, den kriegt er bei Tobi. Meine Freundin hat ein Tablet bestellt und das ist eben angekommen und ja, genau, da musste ich eben kurz an die Tür. Jetzt ist hier ernsthaft so ein Drecksmeteorit reingeflogen. Wie echt? Bitte? Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass der genau in den Winkel reinkracht, das ist doch mega unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist schon, wird auch ein bisschen, glaube ich, mit Absicht gemacht werden, so. Boah, die müssen jetzt mal wieder was tun kriegen. Irgendwie habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Ich würde sagen, wir wechseln gleich auch mal. Dass jemand anders sucht und ich mal das Bauen übe, weil das kann ja langfristig so nicht weitergehen. Ich finde das ganz lustig so mit dir. Dieses Trauerspiel hier. So. Fliegen. Doofe Angewohnheit. Wir sagen mal beide so und es ist gerade fast gleichzeitig passiert. Ja, es ist echt so eine komische Angewohnheit, das stimmt schon. Ich spiele ja auch Gitarre in der Band, wie ihr vielleicht noch wisst oder mal mitbekommen habt. Und meine Band lacht mich immer aus, weil ich immer in den Pausen zwischen den Liedern immer so, jetzt kommt der folgende Song. Und das bei nach jedem Lied so gefühlt. Da muss ich mich auch mal. Ja, stimmt, das fällt mir auch immer auf, wenn ich mir die Aufnahmen dann nochmal reinziehe, so zwischendurch irgendwie. Ja, denke ich auch manchmal, scheiße. Ja, so ist das. So. So, was machen wir jetzt? Ich habe einen Donut-Asteroiden gefunden. Das ist so geil. Schön. Was ist das denn? Das ist ein Asteroid, ein runder mit einem Loch in der Mitte. So, mal gucken, was kann ich denn... Ich habe gemerkt, dass mein Plan hier nicht aufgeht. Eisen, ich will kein Eisen. Oh, Eisen können wir gut gebrauchen, haben wir lange nicht benutzt. Können wir gebrauchen? Es war ein bisschen Ironie dabei. Also zwingend nicht. Nein, wir haben 17 Tonnen verarbeitetes Eisen. Ja, wir haben auch nicht so viel Platz momentan, also bring jetzt mal nicht so viel Eisen mit. Also das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich muss mit dem Detektor ja immer ziemlich nah ranfliegen. Ja, aber das ist der Vorteil an großen Schiffen übrigens. Du hast bei den großen Schiffen den Vorteil, dass der Detektor weitere Range hat, der große. Was ja auch Sinn macht. Ja. Und ziemlich viel Eis. Brauchen wir noch Eis? Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ist das Eis? Bin mir nicht sicher. Wenn wir irgendwann mal hier unsere Basis mit Sauerstoff füllen wollen. Ja, ich bin übrigens gerade dabei, ein Wälderschiff zu bauen. Ich erwähne das nochmal für den Memphis. Ja, was für ein Ding zu bauen? Ein Schweißschiff, mit dem können wir nachher Sachen zusammenschweißen. Ach cool, also so die ganz großen Teile dann. Ganz kleine Teile. Ah, cool. Okay. Ja, ich baue dann einfach mal ein bisschen Eis ab. Hier wenigstens überhaupt was Sinnvolles mache. Hat einer von euch eigentlich mal EVE Online gespielt? Nein. Ich weiß es nicht. Mein Bruder hat es gespielt und hat mich, glaube ich, damit mal angesteckt. Aber das ist schon Ewigkeiten her, Hammer. Ja. Das Spiel fand ich auch richtig gut. Ein bisschen heftig komplex, aber war echt gut. Oder ist gut. Aber... Was mich da ein bisschen abgefuckt hat, war so die Flugphysik. Du konntest halt nicht direkt steuern. Also du musstest immer so Manöverpunkte setzen, ne? Und dann automatisch dahin fliegen. Und das Asteroiden abbauen zum Beispiel auch. Das war einfach Asteroiden anklicken, Mining Laser, also wie bei WoW dann so einen Button drücken, ne? Und dann baut er das ab so. Das wäre halt so geil, wenn das so wie hier wäre, dass man so eine direkte Steuerung hätte. Das wäre ziemlich geil bei dem Game.
Also zusätzlich zu diesen Manöverpunkten. Also über die großen Distanzen ist es schon geil, weil EVE Online sehr so aufgebaut ist, dass du wirklich realistische Distanzen hast zwischen den Planeten, ne? Und das wäre halt mit einer manuellen Steuerung nicht machbar. Also nicht wundern, ich schmeiße die ganze Zeit meine Pläne um hier. Die Leute, die mir zuschauen. Jetzt habe ich es natürlich. Den wollte ich gar nicht, den wollte ich nicht aufbauen. Hab aber auch gerade einen Skill. Eine Bratkartoffel, ja. Weiß auch wieder, warum ich den Conveyor reingesetzt habe. Also, das ist hier gerade ein bisschen jugendforscht bei mir. Obergeil. Aber ich finde die Physik echt geil, so wie man hier einfach alles wegfräsen kann, so. Ja, das ist so dynamisch verändert, das ist schon ganz witzig. Hui. So, wie viel Eisen hat. Eisen sag ich schon. 25,8k Eis, reicht das? Ja. Das reicht mal, wahrscheinlich bis ans Ende des Let's Plays, gefühlt. Ist ja denn, wir verschwenden immer Sauerstoff. Bitter, Alter, jetzt fehlen mir schon Motoren. Ach, Jonas, wo ist dein Schiff? Wir könnten es gebrauchen. Das ist mir leider durch einen fiesen Bug in die Weiten des Alls entfleucht. Boah, ich hätte gerade fast den Asteroiden noch mitgenommen. Im negativen Sinne, ist aber gut gegangen. Aber auch viele Motoren, ey. So alles hier irgendwie. Scheiße ist das. Ein kompletter Eisklotz hier. Da ist auch nichts mit Nickel. Ach ja. So, Tobi, ich bring dir mal das Schiff vorbei. Keinen Sinn, das ist auch scheiße. Ja, ich werde es erstmal wieder ein bisschen abbauen, weil bringt ja nichts. So. Tobi, ich seh dich. Ah, scheiße. Was ist das eigentlich, dieser Mining Hauler da? Das ist das so ein Schiff, das einfach hier durchs Gebiet fliegt. Und wenn wir da in die Nähe gehen, dann wird er uns so richtig wegballern. Was? Das ist ein richtiger Hurensohn. Das macht ja hier gar keinen Sinn. Ja, dann weiß ich jetzt, was ich anders mache. Ey, der große Conveyor kostet weniger. Oh, fuck. Der große Conveyor kostet weniger als der große. Als die große normale Tube. Nice. Also in Bezug auf. Bremst, du bremst, du bremst. Boah, das war. Alter, ich hab das Schiff gerade fast geschrottet. Ja, das mach ich nämlich gerade. Hast du es gesehen, Tobi? Nee, leider nicht. Alter. Boah, ich war viel zu schnell unterwegs. Ich hab nur die Seite irgendwie zum Fels gedreht, hab auch echt gut Kollision gehabt, aber nichts verformt. Ja, deswegen sage ich immer, da musst du. Ja, die kleinen Schiffe sind nicht so anfällig für Schaden, aber die großen auf jeden Fall. Also damit das sind wahrscheinlich auch ein bisschen träger, ne? Ja, richtig. Mehr Masse und so. Also die berücksichtigen die Masse schon. Aber in erster Linie gibt's ja hier nur Volumen. Scheiß hier ein. Ja, hier ist noch ein bisschen Uran. Wie viele Minuten?
Bei mir sind es 18:35. Ja, läuft, ne? Oh ja. Interior-Platten fehlen mir gerade. Ich glaube, das schaffe ich noch. Das ist schon in der Folge fertig. Weil du bist ja bei wie vielen Minuten bist du gerade? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. So, FE. Wieso baut der kein Uran her? Was ist das? Machen wir einfach, bis meine Folge bei 25 ist, dann müsste deine bei 20 sein. Das läuft. Sollte dann ausreichend sein. Dann baue ich nämlich jetzt hier hinten einfach Triebwerke dran. Alles klar, jetzt weiß ich auch, warum das nicht funktioniert. Rechte Maustaste bohren, funktioniert nicht. So. Das funktioniert nur mit der linken Maustaste. Okay. Also mit der rechten Maustaste bohrt er zwar auch, aber es wird dann irgendwie nicht gespeichert. Wird dann also nur zerstört. So. Ein Stückchen zurück, ein Stückchen hoch. So. Gut, ich dock mal wieder an. Wie sieht's mit unserer Basis hier aus? Was baust du denn da? Jonas baut gerade fleißig die Basis. Ich baue ein Welder-Schiff. Was für ein Ding? Das Schweißschiff. Achso. Hatte ich schon erwähnt. Guck dir dein Let's Play an. Oh nee. So, das oben langweilig. Und vorne, hinten. Rechts, links fehlt noch, so. Er findet sein eigenes Let's Play langweilig, gut zu wissen. Ja. Macht das nur für die Fans. Ich hab auch alles schon gesehen. Ja, gut, das stimmt. Ja, das ist es. So, da bin ich wieder. Hallöchen, Popöchen. So, was geht denn hier ab? Der sieht ja witzig aus. Ich will das dahin bauen. Der sieht ja witzig aus. Was? Cool. Dieser Schweißer. Wer da den Connector einfach mal an die Seite klatschen, ne? Ist ja scheißegal, wo wir die Sachen reinschieben. Ja. Weil mir fehlen halt Motoren und gerade gucken, was Jonas hier macht. Ey, die Basis ist aber schon ganz schön dekadent groß geplant, wa? Ja. Alter. Das ist schon, die ist groß, ja. Nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, nächste Folge baue ich dann auch mal. Nächste Folge baue ich dann hier auch mal mit, ne? Ja, dann werde ich in der nächsten Folge, also fuck it! Ja, was wirst du? Ich werde einfach mal sterben. Ich werde einfach mal sterben. Sauerstoff? Nein, Energie, aber ich bin noch nicht gestorben. Ich habe mich schnell auf den Sitz gesetzt, auf den Pilotensitz. Ja, das ist mal wieder ein schönes, spannendes Ding. Ja, man muss halt immer im Auge behalten, sowas. Ja, das stimmt. Okay. Ja, warte, komm, wir machen noch 3 Minuten, weil dann kann ich nämlich hier das Ding noch eben fertig bauen in der Folge. Ja, okay. Dann also, guck ich mal, ob ich helfen kann. Du kannst gerne die Triebwerke weiterschweißen, wenn du Watts hast, dann setze ich hier schon mal die. Ja, hab ich nicht, aber warte mal, was für Watts brauche ich denn dafür? Oh. Stahlplatte, Komponenten, Triebwerkskomponenten. Die sind schon ganz schön teuer, wa? Geht. Großen sind teuer, wart ab. Oh ja, da freue ich mich drauf. Aber große Schiffe machen wahrscheinlich auch einfach mega Spaß. Aber ohne Scheiß, großer Block ist 3x3.
Nein, 5x5. Jonas. Du hast eben schon deine Niederlage eingesehen. Irgendwie schon und jetzt irgendwie wieder irgendwie nicht. Ich setze halt drei Generatoren nebeneinander und die sind so groß wie ein großer Block. Oder ist da noch ein Unterschied zwischen? Kann natürlich sein. So, ich nehme einfach mal ein bisschen was auf Vorrat mit. Was brauche ich nochmal? Triebwerkskomponenten? Ich brauche die großen Stahlrohre, ne? Ja. Du kannst übrigens mit Shift immer 100 nehmen und mit STRG immer 10 Stück nehmen. Warte mal, was brauche ich noch? Ich habe jetzt Herstellungskomponenten, Triebwerkskomponenten, Stahlrohre. Was brauche ich noch? Sag's dir eben, warte. Stahlplatte, Konstruktion, Thruster und... Ja, Thruster. Ja, also Stahlplatten auch noch. Ja, Stahlplatten und Triebwerkskomponente, Construction Komponent ja, und Last. Super. Jetzt habe ich das auch langsam mal gecheckt mit dem Baumenü, wie das funktioniert. Auch wenn es echt nicht kompliziert ist, aber man muss es erstmal checken. Ich habe jetzt also die ganzen Materialien hier und... schweiß jetzt mal eine Runde mit. So. Ich baue gerade die Gyroskope. Ich mache nämlich hier zwei dran. Je mehr du baust, desto wendiger wirst du halt sozusagen. Du musst sie auch teilweise drosseln, wenn du zu viele baust, weil das echt dann voll abgeht. Ja, aber es sieht jetzt schon ziemlich manövrierfähig aus, das Ding. Eigentlich ganz geil. So, ich glaube, die Triebwerke sind fertig. Sind sie das? Alle? Ja, ich guck gerade noch. Na, so einzelne. Ja, das ist fertig. Was bewegt sich hier? So, die. Den Fuß, das Fahrwerk. Ah, das baue ich. Da muss noch ein Motor. Das Fahrwerk, da muss noch ein Motor rein. Ansonsten. Ach, das Fahrwerk kannst du gleich. Also, das bauen wir gleich ab. Das stört einen nachher nur. Stimmt, wenn du Dockingstationen hast, ne? Dockingstationen sind schon ganz cool. So, Triebwerk wäre fertig. Glaube ich zumindest. Oder? Ah, da habe ich welche vergessen. Jupp. Oh, sind einzelne immer noch irgendwie so, nur so halb geschweißt. Ja, da fehlen teilweise noch Sachen. Aber ja. Wir sehen das gleich spätestens, wenn ich jetzt hier, pass auf. Nee, ist alles cool. Ich glaube, die funktionieren alle. Sieht gut aus. Nee, eins fehlt. Haha. Autsch. Ach, ich bin jetzt gerade wieder bei mir im Schiff gelandet. Nicht schlecht. Jetzt hat hier ein Loch in der Decke. So. Das Problem ist, ich komme gar nicht an dieses einzelne hier dran. Ey, wer fliegt da stehen? Wie bitte? Du fliegst da beide Schiffe, wenn du angedockt bist. Nicht machen gerade. Tu ich doch gar nicht. Ich muss hier noch was machen. Wer war denn gerade im Cockpit hier? Niemand. Oder? Ja, auf jeden Fall haben sich die Thruster bewegt. Komisch. Ich bin gerade hier die ganze Zeit am Bauen. Ich bin hier unter einem Triebwerk. Siehst du das? Achso, das ist, wenn ich unterm Schiff bin. Anscheinend. Ich komme an das ein Triebwerk nicht dran. Was noch nicht fertig ist. Lass mal einfach. Scheiß drauf. Machen wir gleich. Das ist. Das. Erstmal hier auf das Ding jetzt wieder. Flieg mal da weg, bitte. Womit? Du sollst einfach da wegfliegen. Ich. Ah, okay. Das Schiff hat sich wieder schön gedreht, ne? Boah, aber das ist schon krass. Pro Teil hier 20 Stahlplatten? Ne, 25 Stahlplatten pro Träger, ne? Sehe ich das richtig?
Ja. Alter, das wird teuer. Krass. Ja, das ist cool hier mit diesem abgeschrägten, abgerundeten. Das sieht doch immer geil aus. So, und nämlich hier? Der eine Welder schon kaputt. Guck der mal, eine hier Welder. Unten. Hier würde ich wo, so einen, wo ist denn hier unten? Warte, ich dachte, du fliegst hier irgendwo rum. Ja, war ich gerade auch. Ach, da bist du. Ich sehe dich. Hier können wir einen Ausgang mit einem kleinen Airlock machen. Und dann geht's hier so runter. Und dann können wir anfangen, hier so unsere dicke Solaranlage dran zu bauen. Ja. Dann hat man hier drüber einen Zugang zu. Ja, ja, können wir machen. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Jetzt einfach mal. Das ist ein ziemlich großer Asteroid irgendwie. Okay. Ja, cool. Ich würde sagen, dann... Ja, wir können die Folge beenden. Ich lege hier gerade nur noch das Uran rüber. Ja, ja, ja. So, jetzt nehme ich auch alle Reaktoren an. Sehr schön. Das Ding ist jetzt manövrierfähig, aber richtig gut. Korrekt. So, machen wir hier nochmal so. Dann packe ich da vorne noch eine Lampe dran und dann ist gut. Die Lampe hatte ich hier. So. Mal eben kurz einen Schluck Kaffee trinken. Die ganze Müdigkeit. Oh, der Frachtcontainer ist aber auch schon gut voll hier, ne? So. Kurz hier alles rüberziehen. Ja, so langsam checke ich auch das Interface. Auch so mit den einzelnen hier Raffinerie zum Beispiel, ne, wo dann das Erz reingeht und verarbeitet wird. Die Bohrer von dem Schiff. Der Reaktor von dem Schiff, was angedockt ist. Frachtcontainer vom Schiff, was angedockt ist. Frachtcontainer von einem Schiff hier, wo ich gerade drin bin. Die Montageanlage, die ist dann verarbeitet. Ja, wenn so du langsam, so langsam kommt es. Aber es ist irgendwie... Man muss das erstmal checken, das Interface. Das ist doch ziemlich kompliziert, so. Wenn zwei Sachen aneinander angedockt sind, dann verändert sich auch im Interface die Farbe der einzelnen... Ja, genau. Das hatte ich gerade auch gesehen. Ja, Tobi, ne? So, warte, warte. Jetzt kommt noch der spannende Abschluss. Was machst du denn? Bau den Connector hier dran. Jawohl. Mit dem Connector kannst du nämlich, also hier kannst du jetzt auch mit K dran und dann kannst du auch die Sachen reinschieben. Ich bin zum Beispiel. Du hast reinschieben. Ja, geht doch. Alter. Okay, also K. Mal, genau. Und jetzt kann man nämlich, wenn ich jetzt hier in das Schiff gehe und dann jetzt mal hier so dran fliege. Dann siehst du nämlich... Alter, das ist ziemlich geil. Jetzt sind aber bleib mal stehen. Ich muss noch mal kurz was fertig schweißen hier. Weißt du, ach so, den einen, ja. Ja, so, jetzt. Cool, ja, perfekt. Das ist ein gelungener Abschluss, deutlich später Fall. Als wir wollten. Ach, das passt aber. Alles cool. Ja, dann danke, ne, hier so fürs... Danke, Und vielleicht auch nächste Folge oder so. Ne. Auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss.